Long ago, an evil spirit was trapped in a magical stone. This stone has the power to control minds and alter bodies. It has been stolen by a strange cult calling itself the Manji. The Manji are using it to go from temple to temple, slowly building an army of zombie-like followers. Soon, they will start attacking villages, then towns, then cities. You must recover the stone and terminate the cult before it's too late. Ja, klar. Wir sollten also jetzt einen, es gibt einen Kult, die haben den Stein geklaut und haben damit Städte, Dörfer, Städte und ganze Regionen offensichtlich ausgelöscht. Meine Güte, freudscher Versprecher. Und wir sollen jetzt diesen Stein zurückholen und sollen den Kult auslöschen. So, was haben wir Neues bekommen? Eine Ninja Armor reduces the damage of enemy attack by 30%. Also wir kriegen 30% weniger Damage, wenn wir dieses Ding benutzen. Ich möchte es aber ehrlich gesagt gar nicht benutzen, weil ich möchte es jetzt genauso wieder machen, wie ich es eben gemacht habe. Ich werde maximal eine Health Potion mitnehmen. Aber ich lasse es einfach. Ich bleib dabei. Ich mache das einfach so, wie ich es jetzt die ganze Zeit schon gemacht habe. Ich nehme einfach kein Item mit und verliere dann im schlimmsten Fall auch kein Item. Best case. So, infiltrate the Manji cult. Beware of endangered cultists. Stay alert, stay alive. Examine the statue from top to bottom. Okay, also wir müssen auf die Kultisten aufpassen. Wir sollen alarmiert bleiben und vor allen Dingen am Leben. Und wir sollen eine Statue untersuchen. Von ganz oben bis nach ganz unten. Und das machen wir jetzt auch. Okay, da ist schon der erste Kultist, wie es scheint. In welche Richtung guckt denn der? In meine, natürlich. Er dreht sich aber auch nicht um, oder? Schauen wir mal. Ich meine, er ist eine Wache, warum sollte er sich rumdrehen? Sind wir mal ganz ehrlich. Aua. Hä? Okay, das ging schon mal schief. Wow, er hat geblockt. Interessant. Greif ihn aber auch nicht. Au. Boah. Na? Gegner, die auf Gegner starren. Hallo. Beweg dich. Dann bewege ich mich halt. Ich habe ihn offensichtlich in seiner Animation kaputt gemacht. Uah. Au. Oh. Hä? Wo soll ich hin? Würdest du dich bitte mal nicht im Gemüse verstecken? Ich sehe dich doch nicht. Ach, du Heini. So, okay, jetzt ist er tot, aber er hat mir auch ordentlich einen mitgegeben. 36 HP hat er mir abgezogen. Ist schlecht. Der war aber auf jeden Fall lustig. Oh, da oben steht wieder einer. Uh-oh. Ich bin eine Treppe. Da, bam. Gute Nacht, du Schlüpperträger. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich hier irgendwo noch einen anderen Weg finde. Nicht unbedingt den Haupteingang. Ist nicht gut, wenn man zum Haupteingang direkt reineimert. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, ich muss offensichtlich zum Haupteingang rein. Ich will aber eigentlich gar nicht. Wie wär's denn übers Dach? Komm ich da hoch? Ich muss immer bei den Tasten nochmal gucken. Huch. Kommen wir mal den Tasten durcheinander. Kommt davon, wenn man so viele Spiele gleichzeitig spielt. Ich komme auf jeden Fall aufs Dach. Ist doch schon mal wenigstens etwas. Da unten läuft einer sogar. Man sieht ihn jetzt sehr gut sogar. So. Ich schätze mal, von diesen Kultisten werden hier ganz schön viele sein. Ja, was denn? Wo ist der kleine Vogel? Das war knapp. So, jetzt warte ich, bis er sich rumdreht. Sehr gut. Das hat geklappt.
Ja, wie gesagt, ich lerne ja dazu. Ist das ein Baby? Hier ist ein Baby, was schreit. Okay. Hallo? Hier ist es nicht. Oder es ist Ablenkung. Es kann natürlich auch Ablenkung sein. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay, das war keine gute Idee. Ich gehe mal wieder. Er folgt mich jetzt aber wahrscheinlich. Ich sehe nichts. Böse Säule. Säule des Todes. Mist. Das Unkraut, was hier wächst, das ist echt nicht gerade hilfreich. So, okay, der ist weg. Ich habe die Vögel aufgescheucht. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Oh oh, hier ist irgendwo ein Ninja-Typ oder irgendwas. Ich habe ihn gehört. Huja, hat er gemacht. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Blöde Vögel. Hier ist keiner. Kann ich erstmal hier durch? Könnt ihr nicht wieder schlafen gehen, ihr scheiß Vögel? Scheiße. Haha, so ist das also. Hier ist auf jeden Fall irgendwo jemand. Da hinten eventuell? Das kleine Braune da? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Könnte aber auch. Da hinten könnte auch einer laufen. Nicht ganz sicher. Nee. Geht doch nicht. Oh Gott, was bist du denn für einer? Hä? Okay, ich glaube, das war so ein Kultist. Den ersten haben wir platt gemacht. Da gibt es wahrscheinlich noch jede Menge davon. Ich hoffe mal nicht allzu viele. Sollen sie auf jeden Fall auslöschen. Ich hoffe mal, dass ich alle schaffe. Hä? Hallo? Kamera? Hier ist schon wieder so ein Babygeschrei. Okay, Kultist. Hi. Ich müsste da drüben an die Wand kommen. An irgendeine andere Wand müsste ich kommen. Das wäre einfacher. Oder ich versuche es hier durch. Durch die Wand einmal. Also hier durch diesen Gang. Und da drüben mal gucken, ob er da drüben irgendwo ist. Oh Gott, wo kommt der denn her? Mist. Oh Gott, der spuckt Feuer. Na komm, du hast doch nur einen Schlubbi an. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Dieses Rumdrehen dauert immer so lange. Fuck, jetzt hat er mich angezündet. Scheiße, das war's. Okay. Ah. Oh. Ey, okay. Interessant, interessant, interessant. Müssen wir jetzt eine andere Vorgehensweise auf jeden Fall an den Tag legen. Also nicht ganz anders, aber man muss auf jeden Fall vorsichtiger sein, weil wenn die Typen einen sehen, dann ist es echt, das ist echt schwierig. Na gut, ich habe einfach nicht den Typen, ich habe nicht damit gerechnet, dass der um die Ecke steht. Also der erste mit dem Riesenschwert. Habe ich einfach nicht damit gerechnet und deswegen bin ich reingerannt. Dumm wie ich war, aber man muss wirklich an jeder Ecke mit einem Gegner rechnen. Aber gut,
wie gesagt, wir lernen da draus. Wir schaffen das. Ist jetzt noch jedes Spiel gemeistert. Außer Marsh und Gothic. Das war aber auch nicht zu meistern. So, bei dem muss ich sneaky vorgehen. Anders komme ich nicht an ihn ran. Ah, okay. Gut, bei dem komme ich nicht anders ran. Steh auf. Gut, dass der auf der anderen Ebene steht und mich deswegen nicht trifft. Oh. Shit, okay. Mann! Steh auf. So, okay, jetzt ist er weg. Diese Vögel, ey. Wo ist denn der Typ? Der steht hinter der Säule, okay. Mist. Hä? Bringt dir alles nichts. Hä? Okay, so geht's natürlich auch. Einfach nochmal von der Seite einen mitgegeben. Okay. Na gut. Dann gehe ich wieder hier oben aufs Dach. Weil da hatten wir ja eben eine ganz gute Chance, den einen zumindest wegzumachen. Oh, diese Vögel. Ah. Könnt ihr nicht mal leise sein? Psch. Schluss jetzt. Das war zu kurz gehüpft. Ah. Das war eindeutig zu kurz gehüpft. So, weg hier. Ciao. Ich bin weg. Wo ist er denn? Hä? Ist er weg? Nö. Wo ist denn der hin? Hm? Oh, natürlich. Bei meinem Glück steht er natürlich direkt hinter mir. Willst du Holz fällen oder was? Sah gerade so aus. Scheiße, hat er mich getroffen? Ich glaube. Bah. Komm mal kurz mit hier rüber. Sonst sehe ich dich nicht. Mist. Ach komm, 3 HP. Mist! Keine gute Runde. Keine gute Runde. Die erste war besser. Die erste lief wesentlich besser. Aber hier war keiner, ne? Nee. Aber hier hinten war, glaube ich, einer, oder? War ich nicht so ein Schlippträger? Schlippi-Mann? Hallo? Wo war denn der Schlübbi-Mann? Ach, der war hier drüben, ne? Auf der Seite, meine ich. Wo genau war der? Da ist er. Okay. Passen. Da ist er. Der alte Rocker. Schlübbi-Rocker. Okay, der hat mich irgendwie noch gesehen, gehört, was auch immer. Ich weiß nicht, was er gerade gemacht hat, aber er hat mich auf jeden Fall mitbekommen. Das war nicht so gut.
Muss ich aufpassen, weil hier in diesem Zwischengang da rechts ist jetzt einer. Das weiß ich ja jetzt. Und ich kann mich ihm jetzt nähern. Ohne dass er mich mitkriegt. Eventuell. Hast du einen prächtigen Rauschebart? Oder ist das eine Maske? Okay. Das hat sich gelohnt. Der ist weg. Schönes Ding. Da ist er im Ketchup-Blut aufgegangen. Schön. So, jetzt muss ich mich nur an den anderen hier hinten ranschleichen. Jetzt muss ich mal kurz warten, weil der kommt nämlich gleich um die Ecke. Da ist er. Kommt der noch weiter? Ja. Dieser alte Schlüpferrocker, guckt ihn euch an. Machen die Geräusche? Könnte sein, ne? Au! Hat er ihm... Boah! Er hat ihm beide Arme und dann das Genick gebrochen. Wie fies! Jetzt wisst ihr, warum das Spiel in Deutschland indiziert war. Ist, war, ist, wie auch immer. Weiß nicht. Also ich glaube, hier nebenan, in dem Raum, der jetzt gleich dahinter rechts ist, ist ein Gegner. Klang zumindest so. Irgendwo ist hier noch einer. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, shit. Ich hab's gewusst. Ich wusste es, dass er auf der anderen Seite dann doch ist. Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, der ist nicht da, wo du ihn vermutest. Wo ist er? Puh. Er ist auf jeden Fall weg. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt hier dahinter ist oder ob er da ist. Irgendwo ist er gerade. Das klingt wie rechts. Hinter uns ist. Da ist er. Da ist der Sniper. Bleibst du mal da? Das ist nicht gut. Du hast dich nämlich genau in die Ecke manövriert, mein Freund. Okay, was ist das hier? Hier ist wieder irgendwo so ein Bekloppten. Ist er da hinten? Oder ist er hier drin? Der ist hier drin. Okay. Wenn er zurückläuft, hole ich ihn mir. Okay, jetzt. Ich sehe nichts. Okay, schnell weg. Hier drin ist auch scheinbar einer. Da ist er. Der alte Sofa-Rocker. Was machen die für Bewegungen? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Einer hat mich gesehen gerade. Das war der da. Ich hoffe einfach mal, dass es gleich wieder... Ja, genau. Genau, ich bin nicht da. Ich bin nur ein Schatten. Ein Schatten eurer selbst. Ich versuche den alten Sofa-Rocker hier jetzt noch zu killen. Weiß aber nicht, ob ich hier drüber komme. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr gerade. Ah, wo ist denn der? Da hinten läuft er. Laufen. Was er so laufen nennt. Komm, dreh dich rum. Ich komm hier nicht drüber. Warum denn nicht? Komme ich da irgendwie anderweitig rein? Muss mal gucken. Da hinten ist ein Eingang, okay. Gut, muss ich mal probieren, von da ranzukommen. Ach ja, stimmt, das war hier, wo wir eben gesehen wurden. Aber ich weiß nicht, ob der bis hierher kommt. Ich muss mich dann bestimmt in den Büschen verstecken, ne?
Das Babygeschrei, ne? Schrecklich. Da ist er. Okay. Sehr, sehr interessante Bewegung, die er da macht. Ich bin ein Busch. Nein, ich bin ein Busch. Oh, scheiße, ein Sniper. Oh, Kacke. Mehr du. So, okay, Sniper ist weg. Aber meine Leben schwinden auch dahin. 28 HP nur noch. Wenn ich jetzt nicht bald einen Heiltrank oder irgendwas finde in der Richtung, dann wird's echt ganz schön düster. Zumal der Level wirklich nicht einfach ist.